los! Ich bin dir ehrlich dankbar. Hier riecht es nach Tod und Verwesung. Halt! Es gibt keinen Ausweg mehr. Bitte, tu mir nichts. Warum bist du noch hier? Ich bin bei meiner Familie geblieben. Der Welkfluch rafft sie dahin, doch ich will sie nicht alleine lassen. Der Welkfluch? Eine Krankheit, die oft lange unerkannt bleibt, bis es zu spät ist. Das ganze Dorf hatte sie. Sie zerfrisst den Verstand des Betroffenen, macht jähzornig und am Ende ist die arme Seele völlig verkrampft. Geh fort, Kind. Deine Familie wird bald sterben. Und in diesem Dorf gibt es nichts für dich. Aber mein Vater und meine Mutter... Sie werden im Tod Frieden finden. Lebe für sie. Das hätten sie gewollt. Ich... Du hast recht. Ich sollte mich nicht an etwas klammern, das längst verloren ist. Ich werde gehen. Hier. Ein Schlüssel, falls du nach den Kranken sehen willst. Wenn ich ihnen noch mal gegenübertrete, weiß ich nicht, ob ich gehen kann. Dieses Dorf hinterlässt ein bitteres Vermächtnis. Aber so ist es eben in dieser Welt. Diese Krankheit verdirbt den Verstand der Betroffenen. Alles verschwimmt. Eine Fee. Nein, ein Dämon. Es wird sie nicht retten, aber vielleicht kann es ihr Leid etwas lindern. Der Gestank. Sie scheinen viel durchgemacht zu haben. Eine Liste. Mit Namen und Alter. Alle von der Seuche dahingerafft. Vom Welkfluch. Dieser Ort wird gut bewacht. Ja! Geschmeißener! Ich wirst du nicht...
Deck mich einfach! Jetzt wirst du brauchen wir! Du hörst mir! Von der anderen Seite versperrt sein. Es stinkt! Verdammt! Los! Wir sollten jetzt abhauen! Thank you.
Los! Ja!
Anomalie Nummer 7, wenn ich richtig gezählt habe. Hast du. Insgesamt sind es 10. Du hast also fast alle. 10. Okay. 10 schaffe ich. Verleiht der Animus Erfolge für solche Sachen? Sorry, verleiht er was? Vergiss es. Huh.
Schurke, der Wütende, der einäugige Halunke. Er hat unseren Sohn. Er ließ ihn für erfundene Verbrechen ergreifen und einsperren. Wie er es angekündigt hat. Hast du seine Drohungen vergessen? Du hättest besser aufpassen müssen. Haben wir nicht die Macht, ihn aufzuhalten? Unseren Sohn zu retten? Was können wir sagen? Und wen? Muss die Welt von unseren Kindern erfahren? Oder deine Frau von uns? Willst du dieses Risiko eingehen? Ich muss etwas tun. Irgendwas.
Du wirst langsam gut darin, Layla. Ich bin Ingenieurin. Diese Rätsel sind ein Kinderspiel. Die geistige und körperliche Belastung ist trotzdem hoch. Das stimmt. Ich musste noch nie durch flüssige Gleichungen schwimmen, um sie zu lösen. Kommen Sie.